Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns jetzt die LS19 Krebach-Map in der Version 1.0 an. Credits dafür gehen raus an sehr, sehr viele Leute, um mal hier ein paar aufzulisten. Der Bernie SCS, der Raptor 5, der Landmensch, Mappers Paradise, RW Modding etc. etc. Den Rest könnt ihr alles auf unserer Homepage direkt nachlesen. So, beschrieben wird die Map wie folgt. Wie weit ist es von Südfrankreich nach Norddeutschland? Ein langer Weg. Wenn ihr in Krebach ankommt, erwartet euch eine Karte, die rein aus meiner Fantasie entsprungen ist. Es ist eine kleine Karte, wo ihr als Singleplayer Arbeit und Entspannung zugleich findet. Natürlich könnt ihr die Map auch im Multiplayer spielen, ein zweiter Hof kann bei der Kennung H2 gebaut werden. Auf der Karte ist das SCS.de Nordpack von, von Bernie SCS verbaut. Dafür möchte ich mich bedanken. Diese Map entstand, weil ich mich diese schönen Gebäude dazu inspiriert haben und ich musste einfach etwas darum herumbauen. Was es auf der Map alles gibt: Da wären 20 Felder, 5 Wiesen, diverse Verkaufsstellen, eine kleine BGA, kompletter Hof mit Tieren, Pferde beim Pferdehof, Hühner mit Wasser, Stroh und Mist. In den Ställen mit Stroh könnt ihr auch Strohballen einbringen. Wasser müsstet ihr aus dem kleinen Teich entnehmen. Zwei weitere Fruchtsorten, die da wären Roggen und Vermehrungsgras, was für immer Vermehrungsgras ist. Zuckerrohr und Baumwolle sind von der Karte verbannt. Sehr schön, andere Texturen für Früchte, Wälder, für die Baumschubser unter euch sind reichlich da. Und der Rücksetzpunkt für Fahrzeuge ist am Hof. So, wunderschön, wunderschön, wunderschön. Schauen wir uns das Ganze an, so sieht das hier im Überblick aus. Eine wirklich, ja gut, was ist kleine Karte, mittelkleine Karte. Ne? Wir haben 19 Felder, beziehungsweise 20 Felder hier mit ausgeschrieben. Dazu halt 5 Wiesen, die mit W ausgeschrieben sind. W1, 2, 3, 4 und W5. H2, oben das freie Platz, wo wir dann einen Hof theoretisch im Multiplayer bauen könnten. Und ansonsten gucken wir uns das hier das Ganze an. Wir haben noch die Standard Giants Icons mit drin. Und dann dementsprechend hier den Roggen und das Vermehrungsgras. Uff. Ich weiß nicht, was Vermehrungsgras ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare, vielleicht gibt es da auch noch einen anderen Begriff dafür und es ist so eingedeutscht, kein Plan. Ansonsten haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal Verkaufsstellen auf der Karte, also alles recht gemütlich gehalten. So, das ist unser Hof hier, wo wir starten und ja, sehr idyllisch eingerichtet auf jeden Fall, hat seinen ganz eigenen Flair mit eine Menge Unterstellmöglichkeiten. Toren, die man öffnen kann in etlichen Richtungen. Gerade mal hier Dings. Ich habe jetzt mal auf einfacher Farmer gestartet, ne, weil man da logischerweise schon Fahrzeuge mit drin hat. Wenn ihr das natürlich jetzt auf normalen Speicherstand macht, ist es nicht so, aber was soll ich da euch großartig erklären? Ne, hier weitere Unterstellmöglichkeiten. Hier haben wir einmal das Hofsilo. Hier drüben haben wir theoretisch noch eine Durchfahrt. Hier haben wir eine Leiter, mit der man hier nach oben kommt auf dem Boden. Zack, bitteschön, sind wir einmal hinten raus. Haben wir weitere Unterstellmöglichkeiten mit dabei. Dann haben wir hier ein Regallager, wo wir Dinge abstellen können. Ein Drescher, Schneidwerk, Unterstellmöglichkeiten. Hier Unterstellmöglichkeiten, dort Unterstellmöglichkeiten. Also Unterstellmöglichkeiten gibt es auf jeden Fall eine ganze, ganze, ganze Menge. Da sollte euch der Platz auf den Hof definitiv nicht ausgeben. Ansonsten haben wir hier einmal die Hühner, inklusive Hühnerstall, der dementsprechend, wie ihr auch hier seht, Mist produziert, also das Ganze auch erweitert. Hier kann man auch rein. Ja, schöne Sache. So, huch, lässt du mich mal bitte wieder raus? Vielen Dank. Triggerpunkte sind trotz all dem hier, ne, auch mit verbaut. Simple Sache. So, ansonsten Hofeinfahrt. Hier haben wir dann noch weitere Stelle, die halt alle direkt am Hof mit verbaut sind. So spart man sich auch einfach diverse Wege. Ne? Das ist jetzt in dem Fall hier Schaf, halt hier Huhn, da haben wir noch eine Tankstelle, Silo, Farmhaus, haben wir schon alles gesehen. Weiter oben ist das Schweinegehege, dann haben wir noch ein Hofsilo und noch eine Kuhweide. Dort bewegen wir uns dann jetzt dementsprechend noch einmal noch schnell hin. Wir haben auch hier so einen kleinen Teich, wo wir das Wasser dann direkt entnehmen können. Das Ganze ist natürlich auch hier verbunden. Ne? Hat alles seinen Sinn. Dann haben wir hier noch ein Hofsilo. In dem Fall aber nur zur Entnahme, nicht zum Einlagern. So. Und dann haben wir einmal hier noch das Schweinegehege.
Kann man in dem Fall hier leider nicht betreten, aber Anschlüsse sind draußen, ja, inklusive Kennzeichnung. Also dementsprechend auch idiotensicher gemacht, wie man so schön sagt. So, dann haben wir hier noch den nächsten Stall, den Kuhstall, der hier mit dran verbunden ist. Da können wir natürlich wieder aufmachen, können da rein. Ist mal was anderes außer die Standardgebäude, ne? Und das ist auch eine schnieke Sache. So, ansonsten, wenn wir uns dann hier oben weiter vorbewegen, haben wir dann einmal eine, ja, wirklich sehr kleine BGA, wie ihr hier seht. Mit einer, ja, Rampe könnte man eigentlich was sagen. Kann man den... Ah! Schick, schick. Ja, das ist doch mal schick. Das ist doch mal sehr schick. Können hoch, zack, rein. Wunderbar, ohne großartige Anstrengung. Beziehungsweise kann man dann auch dementsprechend rückwärts hochfahren. Dafür ist es gedacht, den dann mit dem Trailer abkippen, beispielsweise. Schick. Und ja, das Wort kleine BGA ist da auch gegeben. Wir haben jetzt hier keine Bunker, die müsste man dementsprechend selber hinstellen. Das ist aber kein Problem, weil dafür haben wir ja die Freifläche da dafür. Schöne BGA, beziehungsweise ein schönes Rampenfeature. Gefällt mir. Ansonsten hier das dementsprechend H2 Segment, wo man hier einen eigenen Hof bauen kann, wenn man das Ganze denn möchte. Ganz klar. So, dann sind wir hier oben eigentlich auch schon fast durch. Wir fliegen einmal hier rüber zum Viehhändler. Der ist nämlich in der oberen rechten Ecke. Ja. Das ist der Viehhändler. Kennt man ja schon. Das ist ein 19er Standard, wenn mir nicht alles täuscht. So, und dann hier noch weitere Felder, die sind teilweise, ne, in diesen stinknormalen rechteckigen Formen. Wir haben auch mal hier ein paar Ausbüchse, die mal ein bisschen anders sind. Ansonsten sind sie an sich alle sehr helferfreundlich gestaltet. Dann hier ein kleiner See in der Mitte, worüber auch mehrere Brücken führen. Dann Verkaufsstellen, wie man sie eben kennt. Ne. Waldgebiete sind wirklich genug da. Also neben mal den, nennen wir mal es unkonventionellen Bäumen. Ja, einfach mal hier drin eine Wiese, die man umschubsen kann. Aber eher ist das ja das Forstgebiet, was man hier auch auf den Karten schön sieht. Also über Wiese 5, dann hier hinten. Im Endeffekt kann man sagen, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Waldgebiete ungefähr. Ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Wenn wir auch mal hier runter gehen, ist auch schnieke gemacht. Gibt es eigentlich weniger das Problem mit Waldwegen da mit drinne. Passt halt soweit. Ja. Das passt soweit, wie es passt. So. Ja, und ansonsten ist es das. Auch hier, guck mal, so eine schöne Weihnachtsbaumzucht, ne? Tannenzucht ist mir dabei. Ansonsten ist das alles sehr schnieke gemacht. Puh, hier sind wir am Map-Ende dran. Aber auch mal schön hier Sackgassenschild und dann bam, geht's halt nicht weiter. Ist besser, wieder irgendwas hinzuklatschen. Wirkt gut. Ja, aber ansonsten ist es erstmal so das Gröbste vom Groben. Ne, wir haben natürlich auch noch die Windräder, das ist ganz klar. Also die Atmosphäre der Map, die passt schon. Ne? Die ist wirklich schnieke und für einen Singleplayer, ich denke mal, auch bestens geeignet. Das ist halt, wenn man hier noch, also hier könnte man auch noch, eine gute, hier wachsen ja die Bäume im Endeffekt noch, wenn man hier so Bäume hinknallt, also neu anpflanzt und später wegmacht, hat auch was. Hat auf jeden Fall auch was. Aber ansonsten eine schöne Map, kann man jetzt nichts dagegen großartig sagen. Also eigentlich gar nichts, um ehrlich zu sein. Lok ist sauber. Ja, soll man auch dazu sagen, Lok ist komplett sauber. Gibt es auch keine Probleme und da kann man sich auf jeden Fall mal den Download gönnen, weil so groß ist die Map auch nicht. Sollte jeder spielen können, auch wenn er jetzt noch den letzten Hustrechner hat. In dem Sinne, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski.